Ein wunderschönes, frohes Jahr 2018, liebe Leute. Ich möchte euch heute mal wieder ein Messer vorstellen, beziehungsweise einen lang ersehnten Balaison-Trainer, den sich sogar irgendwann mal jemand bei mir gewünscht hat. So, und wir gucken uns erstmal die Verpackung an. Wir haben hier Microtech stehen. Hier ist alles zu. Und hier haben wir nichts weiter. Okay, machen wir es mal auf. Dazu nehme ich meinen Sanremo Land. So. Wäre das auch schon geklärt so. Ich nehme heute mal übrigens über meine Better, vielleicht sieht man es ja schon. Ich wollte einfach mal ein bisschen die Perspektive ändern. Wenn ihr damit zufrieden seid, dann sagt mir Bescheid. Aber falls ich wieder auf meinem Schreibtisch aufnehmen soll, dann lasst es mich auch wissen. Dankeschön. So, wir haben in der Verpackung Schaumstoffeinlagen, eine Hülle und ein Tachyon. Und wo ist es denn? Okay, hier fehlt was, und zwar das Zubehör. Aber dazu gleich mehr. Also, wir packen erstmal das Tachyon selber aus. So, so sieht das aus. Es ist ein sehr großes Balisong mit Spring Latch. Und so sieht es ausgeklappt aus. Und was fehlt, ist der Schraubenzieher für die Custom-Schrauben, die hier verbaut wurden. Da werde ich gleich mal eine Nachricht an den Hersteller schreiben. Das geht nämlich nicht, weil die kann man jetzt nicht nachziehen. Naja, gucken wir gleich mal aufs Handleplay. Naja, also ich glaube, man müsste die schon mal nachziehen. Geht jetzt aber gerade nicht. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier auf der einen Seite noch einen Pocket Clip dran, den man nicht abbekommt. Nee, auch wenn man es versucht. Es liegt gut in der Hand, es ist sehr glatt und es hat eine Channel Construction, was ich sehr schön finde. Dann können wir auch gleich mal reingucken. Ja, so sieht das Ganze dann auch von innen aus. Ich habe bisher nur ein weiteres Balisong mit Channel Construction gehabt, was aber nicht so gut war. Das von Andux nämlich. Und mir macht jetzt schon Spaß dabei zu flippen. So, okay, ja. Ein bisschen genug geflippt jetzt. Wir haben außerdem hier verbaut Kugellager. Das merkt man, wenn man halt zum Beispiel damit flippt, dass es halt hier ein bisschen reibt und knistert. Vielleicht hört man das ja. Tja, wir kommen jetzt einfach mal zu den Maßen. So, wir haben ein Gewicht von 162 Gramm. Wir haben eine Klingenlänge von 10,7 cm. Wir haben eine Grifflänge von 14,2 cm. Also Grifflänge. Und eine Gesamtlänge von 25,2 cm, also wenn es offen ist. Und Klingenmaterial haben wir D2 Stahl. Und die Handles sind aus Titan. Bisschen habe ich da schon meine Bedenken, weil es war halt jetzt nicht wirklich gerade ein teures Balisong, aber auch gerade kein günstiges. 110 Euro kostet das gerade bei DHgate. Aber der Preis geht in letzter Zeit immer weiter runter. Das Latch quietscht ein bisschen, das muss ich dann gleich mal ölen. Was ich aber auch interessant finde, das Latch hat seinen eigenen Raum. Das heißt, es kommt mit der Klinge überhaupt nicht in Berührung. Ist auch cool. Mir gefällt auf jeden Fall eigentlich fast alles an dem Messer, außer halt die Custom-Schrauben. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Also, wenn es jetzt normale Torx-Schrauben gewesen wäre, die hier man hier verbaut hätte, dann hätte ich gar kein Problem damit gehabt. Weil Torx-Schraubenzieher habe ich inzwischen genug. Kommen ja zu manchen Messern halt dazu. Aber vielleicht Ersatzschrauben wären noch ganz gut gewesen. Eigentlich ist ja ein Beutel dabei, wo halt Schraubenzieher, Ersatzschrauben und Washer drin sind. Beziehungsweise Kugellager. Aber das ist bei mir halt nicht gewesen. Ich werde das jetzt nachbestellen. Beziehungsweise den Verkäufer mal anschreiben, dass sich das mal regelt. Und ja, das wäre es dann aber halt auch schon zu diesem Video gewesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.